Als sie wieder aus dem Wald rauskommen, sehen sie weit hinten am Horizont einen schwarzen Würfel. Der Leon sagt zu seinem Bruder: Was das auch immer ist, Tim, es sieht bewohnt aus. Gehen wir mal vorsichtig näher hin. Nach ein paar Minuten sind sie gut 500 Meter entfernt und der Tim sagt: Schau dir das an, das Material und die Architektur. Das muss eine sehr vorgeschrittene Zivilisation sein. Sieht so aus, Tim, aber warum ist der Würfel weit und breit das einzige Objekt, das man sieht? Sagt der Leon nachdenklich. Wie gross ist der? 50 auf 50 Meter? Sonst keinerlei Gebäude oder Lebewesen weit und breit. Naja, gehen wir mal schauen und Hallo sagen. Wenn sie uns hätten schaden wollen, hätten sie es schon lange gemacht. So sind sie zum schwarzen Würfel hingegangen und haben angefangen, die eigenartige Aussenhülle zu studieren, wo plötzlich eine Stimme gesagt hat: Hallo Tim, hallo Leon, wir warten schon lange auf euch. Wie schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr kommt auf unserem Planet. Wir sind eine friedliche Spezies, ihr müsst keine Angst haben. Bitte kommt doch rein. Ein paar Meter von ihnen weg ist eine Tür aufgegangen. Die zwei Buben sind vorsichtig reingegangen. Es war ein kleiner Raum mit 10 Kabinen, die am Boden liegen. Aber sonst nichts, keine anderen Türen oder Lebewesen. Hallo, ist denn niemand da? Sagt Tim verwundert. Wir sind alle da, sagt die Stimme wieder sanft. Unsere Spezies hat ihre physischen Körper schon vor sehr langer Zeit aufgegeben. Wir existieren ausschließlich als Strahler. Und der Würfel, den ihr seht, ist einer von unseren Knotenpunkten. Falls ihr in unsere Welt kommen wollt, könnt ihr in eine Neurokabine steigen und den grünen Knopf drücken. Dann werdet euer Gehirn synchronisiert. Der Leon schaut seinen Bruder an und sagt: Ich weiss nicht, Tim, es gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber es ist wohl die einzige Möglichkeit, zu überprüfen, was das Wesen sagt. Ja, ich glaube auch, sagt der Tim. Wenn wir auf diesem Planet leben wollen, müssen wir die Spezies kennenlernen. Wir müssen es riskieren. Dann ist jeder in eine Kabine gelegen und sie haben miteinander den grünen Knopf gedrückt. Es hat sich angefühlt, wie in sofortigen Tiefschlaf zu fallen. Einen Moment lang hat es nur noch Rauschen und Brummen im Kopf gefühlt. Und plötzlich haben sie sich wieder gespürt und die Augen aufgemacht. Und dann sind sie auf einer Plattform gestanden, umringt von Abertausenden von Wesen. Alle haben anders ausgesehen, aber es haben alle geklatscht. Die Umgebung hat sehr speziell ausgesehen. Es war eine Stadt, die wie ein lebender Organismus ausgesehen hat. Aber doch sind einzelne Gebäude erkennbar gewesen. Ein Wesen, das einen weissen Umhang anhat, blaue Haut und grosse schwarze Augen, kommt auf sie zu und sagt: Willkommen in unserer Welt. Wie gesagt, wir haben auf euch gewartet, seit ihr auf der Erde gestartet seid. Aber wie ist das möglich? Ihr seid ja Lichtjahre weg von der Erde, sagt Leon ungläubig. Das Wesen antwortet: Das ist so nicht ganz richtig. Vor ca. 350'000 Jahren ist es uns genauso gegangen wie den Menschen heute. Krieg, Verschmutzung, ausgelaugte Böden, Ressourcenknappheit. Wir sind dazu mal am Ende nahe gewesen. Aber gewisse von uns sind geistig sehr weit entwickelt gewesen. Sie haben sich können mit der Urkraft im Universum verbinden und in die höheren Welten gehen durch Meditation und andere Praktiken. Sie haben sich an die Wissenschaftler und Programmierer gewendet und mit ihnen einen technischen Weg entwickelt, wie jeder das kann. Durch Gehirnsynchronisation mit bipolaren Bioresonanzprozessoren. Wir haben mehrere Knotenpunkte auf dem Planet gebaut. Sie sind das, was Sie als Supercomputer würden bezeichnen. Seitdem sind immer mehr in die höhere Ebene gekommen, bis irgendwann alle da gewesen sind. Ab dann hat sich der Planet komplett erholt und auch wir als Spezies haben uns weiterentwickelt. Da, in der höheren Ebene, kann jeder alles sein, was er will. Jeder kann seinen Astralkörper wählen, den er will. Es gibt keinen Hunger und Armut, keinen Krieg, keine Verpflichtungen und kein Finanzsystem. Wir leben friedlich in Symbiose mit dem Universum. Wow, könnt ihr uns nicht helfen, dass wir das auf der Erde auch schaffen? Sagt der Tim total überwältigt. Genau darum beobachten wir euch zwei Jahre seit dem Start auf der Erde. Sagt das Wesen freundlich. Wir haben auch gesehen, dass ihr auf Treob fast gestorben seid.
Aber ihr müsst wissen, dass die Wesen auf unserem Nachbarsplanet noch am Anfang von ihrer Entwicklung sind. Sie haben so etwas wie Moral noch nicht entwickelt. Jetzt haben wir es aber zu uns geschafft und das ist das Wichtigste. Weil wir keinen physischen Körper haben, können wir uns im Universum frei bewegen. Und da euer Geist jetzt auch frei ist, könnt ihr sofort auf die Erde und den Menschen berichten, was ihr auf BES-Reis gefunden habt. Wir geben euch sämtliche Informationen mit, dass ihr auf der Erde das Gleiche bauen könnt. Dann kann die Erde sich erholen und unsere Völker können immer in einem direkten Kontakt sein. Falls ihr das möchtet, natürlich. Der Tim und der Leon schauen sich an und der Leon sagt: Hört sich gut an. Was meinst du, Tim? Machen wir das? Das machen wir natürlich, sagt der Tim begeistert. Und sie geben sich High Five.